Hallo und herzlich willkommen. Oh, guckt euch es an. Guckt euch das an. Also, ich glaube, auch wenn irgendwann mal Minecraft zum Erliegen geht, weil ich hier zu viel, beziehungsweise der Hintergrund, mein Prozessor, einen Geist aufgibt, liegt das daran, dass ich Minecraft zu viel Gigabyte zugewiesen habe. Ich muss sagen, dazu sagen, ich habe nur 12 insgesamt und es muss auch noch lang für ein paar Hintergrundprozesse plus Aufnahmeprogramm plus Musik, die im Hintergrund abspielt. Ja, und natürlich die Prozesse wegen Mikrofon und so, ne? So, da können wir ruhig mal so ein Bild machen. Pass auf, bam, zack. So, hier hinten. Hier ist der Gipfel. Das Schwarzeichenbiom habe ich noch nicht benannt. Guck mal, hier ein kleines Ferkel. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Ja, die Berge, die bauen sich ja alle noch auf. Es ist das Wehengebirge hier. Hier ist der Schwarzeichenwald. Hier unten ist ein Lavasee. Nicht wundern, warum hier was abgeholzt ist. Das ist ein Berg von vielen, die hier im Süden gedeihen. Da hinten, wenn ich uns auf der Karte schaue, hier hinten ist Tannstein. Wir sind jetzt hier. Na, hier ist Blumheide. Muss das mal ganz gut auf der Karte aufdecken hier. Müsste nämlich da noch irgendwann mal hier einen Weg rüber bauen. Ist hier ja mit einer Brücke verbunden. Immer nach Brücke verbunden und dann hier über die Ebene und dann hier nach Tannstein. So, wenn ich euch das jetzt mal auf der Karte zeige. So, der Wegpunkt Boltwitz ist nicht da. Warum ist er nicht da? Keine Ahnung. Hier ist nämlich Boltwitz. Neuer Wegpunkt. Zack. Eigen bitte ins Haus. Boltwitz. Genau. Das können wir auch gleich wieder ausschalten. Aus. Super. Das Boltbits. So, hier habe ich jetzt irgendwo, ich nehme an, weil ich hier bin, müsste das ja irgendwo hier gewesen sein, weil ich so einen schrägen Blick auf das Rathaus gehabt habe. Also hier ist das Rathaus. Ne, weiter rein so möchte ich jetzt nicht, da habe ich wieder den komischen Mausfehler, weil mein Scroll halt so ein bisschen komisch ist. Na egal. Ich habe gerade nur reingescrollt. Ne? Nur mal kurz zur Info. Und es scrollt raus und rein. Na gut. Wir sind hier. Ich möchte euch nur mal ganz kurz die Maße geben, die Nordwen irgendwann mal später haben wird. Hier ist die Grenze, meines Erachtens nach hier. Ne? Hier, dann geht es eben hier, den Berg entlang. So, hier, wo das Ortsausgangsschild ist, sieht man ja hier so ganz leicht. Ach so. Sieht man hier ganz leicht. Nein. So. Doch. Ja, seht ihr mal ganz kurz den hier? Ich muss mal ganz kurz etwas einstellen. Filter. Ne, Filter war es nicht. Was war das hier? Eigenschaften? Mauszeiger zeigen. Hier, jetzt seht ihr den Mauszeiger. Okay. Sehr gut. Machen wir mal zu und da zeige ich euch das jetzt nochmal. Die Maße von Nordwehen sind jetzt hier. Hier ist ja Wattungen. Wattungen ist ein kleiner Teil von Nordwehen, sage ich jetzt mal. Ne? Wattungen mit der Insel Wattungen. Genau, das Boot möchte ich noch gerne weghaben. Dann ist hier eben die Meeresgrenze. Geht es hier so über den Berg drüber. Hier ist das Ortsausgangsschild Richtung Menkleden, was dann in die Richtung ist. Was dann da ist, Menkleden. Bisher unser Ziel ist jetzt hier über dem Berg und dann hier vor dem Berg hier lang, hier davor, hier war der Durchbruch, wo ich hier gesagt habe mit den Schweizern. Hinten ist Sumpf übrigens. Und dann hier der ganze Teil, hier unten auch noch alles, das wird alles noch Nordwehen. Und hier auf der Seite kommt da hier oben das Kloster hin. Ne? Plus hier oben ja auch noch, geht's ja noch weiter. Hier hinten ist in naher Zukunft, was, warum ist das schwarz? Habe ich das noch nicht aufgedeckt hier hinten? War ich eigentlich? Okay.
Dann kann man von Blumenheide mal später hier so quer durchgehen nach Hafendorf hier Heiligenmünden. Hier ist die Grenze vom Landkreis Kumling, der ja oben ist, und Moosauen, ja, die Moosauen, Landkreis Moosauen, wo ja Mooseck drin ist. Wo ist das hier? Mooseck. Und hier ist Niederbach. Und hier ist die Eva Maria, die hier unten anlegt. Genau. Zack, zack, zack. Aber ich wollte ja sagen, wie weit Nordwind ungefähr geht. Weil hier das Kloster ist, muss ich natürlich sagen, Südausgang hier, schön und gut, geht es hier den Fluss entlang. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal sein, dass Blumenheide auch ein Stadtteil ist. Was natürlich noch in weiter Ferne liegt, aber es könnte passieren. Ich habe hier hinten die freien Flächen, sage ich mal, zur Begradigung. Ne? Also hier möchte ich noch begradigen. Hier kommen dann riesengroße Weizenplantagen hin. Ne? Das gleiche auf der anderen Seite. Hier, ne? Kommen große Weizenplantagen hin. Dann eben hier über die Berge. Und neben mir hinten eine große Forstindustrie wahrscheinlich werden. Es stehen jetzt hier schon Bäume, aber irgendwo muss ich ja meine Bäume herhaben. Und das hier wird natürlich alles noch bebaut. Der Leuchtturm von Nordwind selber, das ist ja der Leuchtturm von Wattungen. Und der Leuchtturm von Nordwind selber kommt hier drauf. Dann kommt noch ein Leuchtturm, ja, alles voller Leuchtturm, ne? Leuchttürme. Dann kommt noch ein Leuchtturm bei Heiligenmünden hin. Und hier soll irgendwie noch was entstehen, so ein Häuschen, was auch nochmal ein Signal abgibt. Hier am Strand, ne? Es soll höchstwahrscheinlich auch der Hafenbereich entstehen, ne? Weil es ist innerstädtisch hier alles. Also hier kommt der Hafenbereich hin von Nordwehen. Auch noch expansiell könnte dann, weil hier der Leuchtturm ist, hier ein künstlicher Strand entstehen. Oder er entsteht hier. Das bin ich mir nicht so sicher. In dieser Bucht hier. Das passt eigentlich besser. Ne? Passt viel besser. Gut, jetzt habe ich euch das alles erzählt, drücke auf Fertig und es ist immer noch Tag. Seht ihr mal, ich kann euch lange hinhalten, ne? Aber jetzt wisst ihr erstmal Bescheid und ich weiß auch Bescheid. Ist nämlich auch gut, dass ich mal Bescheid weiß. Dann können wir gleich mal die Kohle mitnehmen. Mit der Spitzhacke. Kann ich euch gleich noch ein paar Sachen hier zeigen mit den Animationen des Shaders, sage ich jetzt mal. Aber die Sonne geht ja schon fast unter, deswegen ja, ich bin zu spät abgesprungen. Und ja. Und ja. Da ist der Tower von Nordwen. Nordwen Tower auch genannt. Das hat immer mal ein paar Türme. Ach ja, das habe ich euch ganz vergessen zu sagen. Ihr seht ja immer mal ein paar Berge, wie zum Beispiel den, wo ich gerade drauf bin. Und da klingelt das Telefon. Sehr gut. Ihr seht dieses riesengroße Bergmassiv hier hinten, ne, wo ich auch noch mal gerne einen Screenshot machen werde. Ja, das Telefon ist hartnäckig, aber ich gehe da jetzt mal nicht dran. Weil, wenn es wichtig ist, ne, dann ist es wichtig. Und da ruft derjenige nochmal an. Es sei denn, irgendwie spricht jetzt auf den Anrufbeantworter. Was nicht der Fall ist. Aber das schaut gerade cool aus. So. Also der Sonnenschatten, der ist mir sehr wichtig in diesem Spiel. Allein was den Shader beanschlagt. Wenn ich mich jetzt hier in eine Rose stelle, ne? Ich strahle es auch hier durch die Rose durch. Seht ihr das? Hier. Oh, nicht so machen. Seht ihr das hier? Es strahlt durch. Auch durch ganz kleine Blattspitzen des Grases. Ne? Das durchscheinen. Ich finde das ist so genial. Also, wer auch immer diesen Shader fabriziert hat, ich bedanke mich bei Ihnen. Hammergeil. Hammergeil einfach bloß. Richtig cool. Einfach nice gemacht. Richtig nice gemacht. Ja, hier wird es nächstes Mal weitergehen.
Wir gehen hier mal hier hoch, wie das hier drin ausschaut. Ist natürlich alles ein bisschen abrupter und ihr seht hier, dass es auch die Glastexturen mitnimmt. Da. Und seht ihr das, dass die Sonne sich ein bisschen verkleinert, wenn ich hier diesen schwarzen Grenz gehe. Genau. Nächste Folge machen wir uns mal auf Richtung Hohnstein. Da gibt es nicht nur viel Neues zu entdecken, sondern ich muss da noch ein bisschen was ändern am Marktstand. Der Sello hat mir da nämlich was geschrieben, dass ich da ein bisschen was wegnehmen soll, nimmt den Prompel. Und den Prompel habe ich ja, glaube ich, auch nachgefragt, ob ich den so dastehen lassen kann. Und da hat er gesagt, nö, wegen Platzproblem des Marktes soll ich den wegmachen. Und da stimme ich natürlich völlig zu, denn der Markt ist ja nicht so groß in Hohenstein und den möchte ich ja nicht noch mehr verkleinern. Hier geht's runter zum Bett. Obwohl ich auch eins im Inventar habe. Na dann, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.